Hey du, schön, dass du hier bist. Ich habe eine krasse Frage von einer Zuschauerin bekommen, und zwar: Wie kann ich die Angst vom Tod verlieren? Und wenn ich über die Angst vom Tod spreche, ist es etwas, das mir sehr vertraut ist, denn vielleicht kennst du meine Geschichte. Ich hatte in meinem Leben tausende Panikattacken, bevor ich Psychologie studierte, bevor ich beispielsweise das Buch hier schrieb, Achtsamkeit statt Angst und Panik, war ich gefangen in Ängsten. Und eine Panikattacke ist im Grunde genommen die Angst zu sterben. Und so musste ich mich schon sehr, sehr, sehr früh mit genau dieser Angst auseinandersetzen. Weil was wir hier verstehen dürfen ist, die Angst vom Tod ist die Wurzel aller Ängste. So, jeder Mensch hat Ängste. Angst, abgelehnt zu werden, Angst, nicht richtig zu sein, Angst vor Gefühlen, Angst vor der Angst selbst, Höhenangst, Angst vor Vordrängen. Es gibt Ängste wie Dinge selbst im Leben. Die Wurzel aller Ängste ist eben die Angst vom Tod. Und meines Erachtens gibt es nur einen Weg, diese Angst zu überwinden. Was uns alle Weltreligionen immer versucht hatten zu geben, war ein Glaube, eine Vorstellung, eine Idee, was passieren wird nach dem Leben, um uns die Angst vom Tod zu nehmen. Auch alle Weltreligionen wussten, okay, hey, der Ursprung des menschlichen Verhaltens auch damit ist diese Angst vom Tod. Und wenn wir ihnen ein Modell liefern, wie beispielsweise den Himmel oder das Paradies, oder es gibt ja zahlreiche Dinge, die uns die Weltreligionen geben, dann können wir einen Glauben entwickeln, um die Angst vorm Tod zu verlieren. Aber ich bin überzeugt, in der heutigen Gesellschaft funktioniert das nicht mehr. So, früher konnte man noch wirklich dogmatisch an etwas glauben, aber selbst dort glaube ich, dass wenn es drauf ankommt, wenn wir vor dem Tod stehen, wenn uns eine Krankheit ereilt, wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind, dann fällt oft diese Vorstellung einer unsterblichen Seele oder die Idee eines Paradieses schnell hinten runter. Aber trotzdem gibt es einen Weg, wie wir es schaffen können, die Angst vom Tod zu verlieren. Und das ist tatsächlich auch ein spiritueller Weg. Es geht nicht anders. Ich glaube, man kann nicht aus einem psychologischen Aspekt heraus die Angst vorm Tod verlieren. Wir können uns zwar einreden, dass es uns nichts ausmacht, wir können ein ganz starkes Mindset entwickeln, aber wenn wir dann selbst mit dem Tod konfrontiert sind, gibt uns nur eine Erkenntnis den Frieden. Und zwar die Erkenntnis, wer du wirklich bist. Und wer du wirklich bist, ist die Zentrale jeder kontemplativen und jeder meditativen Strömung. Auch jede spirituelle Strömung ist in der Essenz die Frage, wer bist du wirklich? Die Lehren Buddhas deuten immer wieder genau auf diesen Punkt hin herauszufinden, hey, was ist meine Wesensnatur? Und auch ich könnte jetzt sagen, okay, ich bin in die Meditation gegangen und nicht nur Stunden, sondern Tage, über Wochen, über Monate, wo ich in Meditationsretreats gesessen bin. Und ich bin da gesessen, nicht weil es mir Spaß gemacht hat am Anfang, sondern weil mein Leben bestimmt war von Panikattacken, von einem Burnout, von Ängsten, von all diesen schwierigen Emotionen, denen ich entkommen wollte und irgendwo versucht habe, einen Weg zu finden, wie ich dort rausfinde. Und somit habe ich für mich herausfinden lassen, hey, da gibt es Buddha. Und Buddha predigt, es gibt einen Weg zur Befreiung vom Leiden. Und dieser Weg ist das Erkennen von einem Selbst. Also bin ich in die Meditation gegangen. Und ich könnte dir natürlich jetzt eine Antwort geben von dem, was ich dort erfahren durfte. Aber was dann bei dir wieder übrig bleibt, ist die nächste Idee. Die nächste Idee, die toll klingt. Ein Higher Self, eine unsterbliche Seele. Wo uns kurz beruhigt, aber wenn es dann drauf wieder ankommt, uns wieder unruhig macht. Schau, die Sache ist nämlich die, jeder beschäftigt sich ganz natürlich mit dem Tod. Mein Sohn ist gerade 4 Jahre und er fängt an über was ist, wenn Opa stirbt, wohin gehen die? Wenn Oma stirbt, wohin gehen die? Ich weiß noch aus meiner Jugend, dass mich diese, oder aus meiner späten Kindheit, wie mich diese Frage bewegt hat. Aber niemand in der Gesellschaft konnte eine Antwort bieten und die Religionen, von denen fühlte ich mich nicht abgeholt.
Und somit habe ich diese Frage verdrängt. Und so ist es auch, wie eine ganze Gesellschaft scheinbar die Vergänglichkeit, scheinbar den Tod verdrängt. Aber wenn wir uns diese Frage stellen, und darum finde ich diese Fragestellung so mutig, dann ist es etwas höchst Belebendes. Dann ist es etwas Schönes, weil wir unserem Wesenskern immer näher kommen, immer mehr herausfinden, wer wir wirklich sind. Und das können wir nur in der Meditation und das können wir nur, indem wir uns eben diese Frage stellen. Wer bin ich? Wer hört diese Worte? Wer sieht dieses Video? Und dann wird natürlich bei dir jetzt erstmal die psychologische Antwort kommen von, ja, ich bin in meinem Fall Peter Beer und ich bin Achtsamkeitstrainer und wir würden unsere Titel nennen, wir würden unsere Rollen nennen, wir würden unsere Eigenschaften nennen, wir würden auf unseren Gehirn referieren, wir würden auf unseren Körper referieren, wir würden alle möglichen Dinge nennen, wer wir sind, aber all diese Dinge sind wir nicht. In meinem anderen Buch Meditation habe ich diesen hinduistischen Prozess von Neti Neti beschrieben. Neti Neti bedeutet nicht dies, nicht das. Ich bin herauszufinden, Stück für Stück, wer man wirklich ist. Ich kann es dir nur empfehlen. Also sowohl in diesem Buch Achtsamkeit statt Angst und Panik, als auch in dem Buch Meditation habe ich hier habe ich ganz speziell über die Angst vorm Tod gesprochen und hier habe ich diesen Prozess der Selbsterkenntnis beschrieben. Und ich glaube, diesen Prozess dürfen wir alle antreten. Und warum ich sehr gerne ein Video dazu mache, ist folgender Grund, weil eine Gesellschaft, die sich dem Tod wieder zuwendet, es nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen, hinter verschlossenen Särgen. In Indien beispielsweise wird der Tod zelebriert, mehr in der Öffentlichkeit. Wann hast du mal einen toten Menschen gesehen? In unserer Gesellschaft versucht man, das von einem zu verbergen, den Tod zu verschleiern. Doch gleichzeitig ist der Tod die schönste Erinnerung ans Leben. Und ist der Tod, diese Angst vorm Tod, die schönste Einladung. Nicht die schönste, aber eine wundervolle Einladung, herauszufinden, wer du wirklich bist. Und genau dazu lade ich dich ein. Vielleicht hilft dir das Buch Meditation oder vielleicht, wenn du viel mit Ängsten zu tun hast, hilft dir auch dieses Buch Achtsamkeit statt Angst und Panik. Im Buch Meditation spreche ich über diesen Prozess der Selbsterkenntnis. Hier spreche ich mehr über die Ängste, aber auch ganz speziell die Angst vom Tod. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen Impuls geben, einen Weg geben. Und ich bitte um Entschuldigung, dass ich dir nicht eine oberflächliche Antwort gegeben habe, die dir vielleicht für kurzen Moment eine Erleichterung gegeben hätte, aber schlussendlich die Angst, sobald die Vergänglichkeit wieder an die Tür klopft, wieder nach oben gespült worden wäre. Danke, dass du hier bist und wie immer, du kannst mir deine Fragen stellen, einfach mit diesem Hashtag Frage und dann eine Frage stellen. So finde ich die Fragen immer ganz leicht und kann sie für dich beantworten. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Moment und wir beide sehen und hören uns. Dein Peter.